Gibt es seit 40 Jahren und dieses Konzert im Alten Pfandhaus in Köln ist eins von vielen Konzerten, das in diesem Jahr stattfindet und wir feiern jedes Mal unser 40-jähriges Bestehen. Heute ein besonderer Anlass, einer unserer Leiter, Michael Wilmo, gibt sein Abschiedskonzert und darauf freuen wir uns ganz besonders. Würde ich sagen, Förderungspunkt sind für die Talente, für die jungen Musiker, die ja irgendwo auch eine Ebene brauchen, wo sie ein Podium brauchen, wo sie sich verselbstständigen, wo sie zeigen können, wo sie ihr Lampenfieber verlieren können oder das von ihren Kollegen sehen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, das im Vorfeld so ein bisschen zu planen und habe mir erlaubt, zu der aktuellen Besetzung einige
Weggefährten, ehemalige Spieler des JJOs dazu zu laden. Das ist unglaublich, wie viele Musiker diese Band durchschritten haben in verschiedenen Generationen. Und ich habe die immer kennengelernt, als sie so klein waren. Hilfe mir! Ich kann das nicht! Der Landesmusikrat trägt zusammen mit dem Verein zur Förderung junger Jazzmusiker in Dortmund das Jugendjazzorchester NRW. Und er tut das besonders gerne. Das ist eins von 8 Landesjugendensembles und wir hegen und pflegen es mit besonderer Akribie und mit besonderem Enthusiasmus. Denn die Jungs und die Damen sind einfach ganz großartig. Also, mir hat es ziemlich gut gefallen. Das ist ja völlig klar, dass ich jetzt irgendwie anders drauf bin als bei irgendeinem Konzert in der Routine. Das ist mein letztes Konzert nach 22 Jahren und das ist eine lange Zeit. Das ist eine ganz, ganz wichtige Episode meines Lebens. Ne? Und,